Stelle ich mir so übel vor, bei lebendigem Leib dann so aufgeschnitten zu werden und ausgeweidet. Ah ja, das ist er, der hat sich mit der Hutnadel gestochen. Dieser Mann hat eine kleine Wunde an seinem linken Daumen. Er muss diese merkwürdige Form auf der herausgerissenen Reisepassseite mit Blut gezeichnet haben. Ja, aber das ist bestimmt ein Übersetzungsfehler. Sie wollten wahrscheinlich Mittelfinger schreiben und haben Daumen geschrieben. Okay. Ja, gut. Tja, gibt's hier denn sonst noch irgendetwas zu sehen? Nee, also weiter angucken können wir uns ihn nicht mehr. Ich würde sagen, Watson, dann lass uns doch in die Baker Street gehen. Und dann schauen wir mal, was es mit dem Kästchen auf sich hat. Baker Street. Ich habe keinen Grund, dorthin zu gehen. Nein, habe ich nicht. Wieso nicht? Ach, ich muss ja noch hier irgendwie diese Schriftzeichen notieren. Aber wie? Ich habe doch gar kein Papier dabei. Schauen wir mal. Und kein Stift. Das Einzige, was ich habe, ist Kohle. Damit könnten wir es durchreiben. Aber auf was? Das kleine Plakat, das brauche ich doch bestimmt noch, oder? Abkratzen kann man es auch nicht. Das würde ja auch überhaupt nichts bringen. Aber wir probieren es einfach. Okay, also wenn das schon dahin liegt, dann glaube ich fast, wir brauchen es nicht. Müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass das in Boston die Northwood Agency war. Dann schauen wir mal, ob wir das hier durchreiben können. Wo bist du denn? Ja, klappt ja wunderbar. Ein bisschen ordentlicher hätte Holmes es sicherlich eigentlich schon gemacht. Dann nehmen wir es mal mit. Ausgezeichnet. Eine perfekte Kopie dieser Symbole. Ja, wenn du das sagst. Dieser unglückliche Mann muss den Entführer beim Transport ihrer Opfer gestört haben. Wovon reden Sie? Alle Entführten wurden hier festgehalten und das anscheinend mehrere Tage lang. Es muss eine beträchtliche Anzahl gewesen sein, daher wurden sie unter Drogen gesetzt, um sie gefügig zu halten. Dann hat man diese Leute mit der Unterstützung von Gesindel, das Dirty Summers anheuerte, in die fehlenden Kisten aus dem Lager ausgesteckt. Letzte Nacht wurden diese armen Unglückswürmer auf ein wartendes Schiff verladen. Ihr Bestimmungsort noch unbekannt. Oh mein Gott! Sehen Sie, Holmes! Was denn? Geht da gerade der Tisch auf, oder was? Er sagt, oh mein Gott, und dann gehen Sie erstmal hin. Ihhh, der Bauch bewegt sich! Oh Gott, und da unten drunter am Rücken hat sich auch was bewegt. Der lebt doch wohl nicht. Ekelhaft. Die haben den als Brutmaschine benutzt. Ja, geht bitte schnell weg. Oh ja, ihr dreht euch um und ich muss mir das hier noch weiter angucken. Schlangen. Ja, danke schön. Ich wollte heute Nacht auch nicht schlafen. Nö, ich wollte die Nacht durchmachen, auf jeden Lassen Fall. Lassen wir diesen Ort, Watson. Wir können hier nichts ausrichten. Super. Oh, ich gehöre wirklich zu den Leuten, die abends dann schon mal schlecht schlafen. Also, ich träume zwar keinen Mist oder so, aber ich wälze mich dann von links nach rechts und finde einfach nicht zur Ruhe. Ich hoffe, dass wir hier jetzt das hier soll an Mr. Holmes im Diogenes Club geliefert werden, so schnell wie möglich. Gehen Sie nicht ohne seine Antwort von dort weg, auch wenn solch eine Beharrlichkeit Mycroft zweifellos quälen wird. Was zum Teufel machen Sie da, Holmes? Ich schicke meinem lieben Bruder einen Brief und schreibe ihm auch von den seltsamen Malen auf den Tempelsteinen. Vielleicht kann er etwas damit anfangen. Watson, ich muss wissen, was in den Eisenkisten war, die wir in diesem merkwürdigen Tempel gefunden haben. Ja, so, da hat er also wieder mal seinen Bruder mit eingeschaltet. Der gute Holmes. Setzen wir uns erstmal hier an den alchemistischen Tisch und dann gucken wir uns an, was wir haben. Also wir haben hier die gleichen Materialien wie vorher auch. Aha, die haben wir alle wieder hingestellt nach unserer letzten Analyse. Und jetzt haben wir hier diesen Kasten mit Blume. Den müssen wir wahrscheinlich erstmal öffnen, oder? Ah, okay. Wir haben also ein Pülverchen. Das können wir uns jetzt mal hier erstmal angucken. Oh. Ja gut, das Pulver müssen wir auch erstmal aussuchen. Ah, so fein ist das Pulver gar nicht. Da haben wir irgendwelche Sachen. Na bitte, geschafft. Das ist ein sehr feines Pulver.
Jetzt ist es ein sehr feines Pulver, ja. Haben wir das denn in unserem Inventar? Nee, das weißt du, das hat er wohl irgendwie verworfen. Das scheint uninteressant gewesen zu sein. Ihn interessieren nur diese Verbindungen aus Maori-Kugeln. Ja, komische Bezeichnung. Packen vielleicht, wenn ich Hitze hinzufüge? Ja, können wir machen. Streichhölzer haben wir noch. Dieser Geruch? Zweifellos ein Derivat aus Opium und Morphium. Das ist dieselbe Verbindung, die ich auf der Kugel bei Stanwyck gefunden habe. Wie geht es voran, Holmes? Was ist das Ergebnis Ihrer Analyse? Der Kopf ist abgeschnitten. Ja, gibt's hier was? Keine Frage, das ist eindeutig ein Opiumderivat. Etwas macht mir aber noch Sorgen. Die Tatsachen deuten darauf hin, dass diese Substanz in großen Mengen benutzt wurde. Aber kein britischer Drogist könnte eine solche Menge beschaffen. Viel zu riskant. Und ich glaube nicht, dass der britische Zoll eine so große Menge unbemerkt passieren lassen würde. Ich bin genau vom Gegenteil überzeugt, Holmes. Wie das, Watson? Erklären Sie mir Ihren Gedankengang. Denken Sie daran, dass ich als Arzt an den Einsatz verschiedener Verbindungen gewöhnt bin, einschließlich starker Derivate wie destillierte Opiate. Die vom Kontinent importierten haben beim britischen Zoll einen Sonderstatus. Er kümmert sich nicht weiter um die Ladungen und auch nicht um die verschifften Mengen. Solche Ladungen sind leicht an ihren Etiketten zu erkennen. Sie tragen immer das Kennzeichen der entsprechenden medizinischen Akademie in dem Land, die ein Abkommen mit unserer eigenen Akademie hat. Ich kann zwar nicht genau das Herkunftsland bestimmen, aber ich würde schwören, das Papierstück auf dieser Kiste stammt von so einem Etikett. Doktor, Sie überraschen mich immer wieder. Sie haben dieses kleine Rätsel für uns gelöst. Rasch! Wir dürfen keine Zeit vergeuden. Wir müssen sofort zum Büro des Zollinspektors im Hafen. Was? Jetzt? Kann das nicht bis nach dem Tee warten? Ich komme schon, Holmes. Ja gut. Das heißt, wir müssen also wieder zum Hafen. Hafen, Zoll. Zoll wird sicherlich direkt am Wasser sein. Also entweder beim Haus der Nepalesin oder an Kai Nummer 13. Gut, hier werden wir nichts erfahren über den Zoll. Wir reisen jetzt erstmal zu unserer Cursed Mermaid. Und da können wir dann mal den Barkeeper, den Gastwirt fragen, wo der Zoll ist. Denn bisher war mir jedenfalls kein Zollgebäude aufgefallen. Müsste aber direkt in der Nähe vom Wasser sein. Das Einzige, was ich jetzt irgendwo so als Verwaltungsgebäude oder irgendetwas interpretieren würde, wäre da hinten die eine rot-weiße Schranke mit dem kleinen Häuschen dran, aber ich glaube nicht, dass da auch direkt der Zoll ist. So, die Cursed Mermaid haben wir. Dann schauen wir mal. Ah ja, der Betrunkene ist auch nicht mehr da. Hey! Sir, haben Sie gefunden, wonach Sie gesucht haben? Ja. Ja und nein. Sagen Sie, wo kann ich den Zöllner finden? Der Mann heißt Beddoes. Und zu dieser Tageszeit finden Sie ihn wahrscheinlich auf dem Pier in der Nähe eines Schiffes. Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Es war mir ein Vergnügen, Sir. Auf dem Pier in der Nähe eines Schiffes. Pier ist doch... Hoppala. Sind die Türklinken so tief unten sind, ja? Pier ist doch eigentlich hier unten, oder? Wobei, so richtig Anlegestellen gibt es hier nicht. Hier gab es nur diese eine kaputte mit dem kaputten Schiff. Okay, also es ist nicht wirklich Anlegestelle hier hinten, oder? Da auf der anderen Seite der Brücke gibt es nur... Da können wir einmal direkt hinspringen, bevor wir uns hier wieder so lange mit Laufen beschäftigen. Hier hinten gab es doch einmal genau so eine Art Schiff im Trockendock oder so. Und dann gibt es hier so eine leichte Rampe runter. Also ich hätte das jetzt definitiv als Pier interpretiert. Was haben wir denn sonst? So, da hinten sind überall nur Lagerräume. Lagerräume und da hinten sind wiederum andere Räume. Ah, Customs. Vielleicht soll das hier der Zoll sein? Also zumindest Harbormaster. Okay, Harbormaster. Ja, das haben wir ja alles schon mal gesehen. Das Register und den Brief. Oh, jetzt können wir den auch anklicken. Hoffen wir, dass diese Verzeichnisse enthalten, was wir brauchen. Sie müssen hier irgendwo sein.
Okay, der Brief. Jetzt bin ich gespannt. Haben wir den gleich in unserem Inventar? Ach, jetzt ist er sogar in Deutsch. O'Reilly, das Kind kam und sagte, Sondra würde ein Kind zur Welt bringen. Das macht mich zum Vater. Das Boot ist fertig. Du findest die Namensliste gleich in der Nähe. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, da stand viel mehr drauf. Okay, das ist dann also die Namensliste. Das müssen die Verzeichnisse sein. In diesem hier geht es um spezielle Importe. Nichts Konkretes oder Verständliches dabei. Da steht nur, dass diese Güter in Lagerhaus 16 aufbewahrt wurden. Ich sehe hier nichts weiter von Interesse. Am besten lassen wir die Bücher so liegen, wie wir sie vorgefunden haben. Okay. Da oben das Zeichen, das bedeutet immer, dass ein Eintrag auf unserer Karte hinzugefügt wurde. Da ist Lagerhaus 16, da können wir also direkt hinspringen. Das ist es hier. Guck mal, die kleine 16 war mir gar nicht aufgefallen. Die Eisenkisten wurden hier gelagert. Eine sorgfältige Untersuchung des Ortes könnte wertvolle Beweise zutage fördern. Waren hier schon die ganze Zeit so dreckige Fußspuren? Im Ernst? Ganz ehrlich? Ich glaube, dass sie jetzt erst hier hinzugefügt wurden. Geht hier rum und dann. Und dann und dann. Sind wahrscheinlich unten entlang gekommen. Tatsächlich, nee, die waren auf keinen Fall vorher da, die ganzen dreckigen Fußspuren. Ja gut, gehen wir erst einmal. Ach, da müssen wir jetzt nicht komplett drum herum gehen. Gehen wir ja erstmal zum Lagerhaus selber. Ist ja geschlossen. Ich sehe keine Möglichkeit, diese Tür zu öffnen. Dieser widerliche Teer. Meine Schuhe sind ganz verschmiert. Okay. Wenn das jetzt der Hinweis sein soll, dass wir doch den Fußspuren folgen sollen, dann ist er... Watson, ziemlich subtil, oder? Na gut, dann schauen wir nochmal nach da unten. Zu dem anderen Tor. Vielleicht kommen wir hier hinein. Ja. Nein? Nein? Okay. Chronologischer Reihenfolge hätten wir wahrscheinlich jetzt erst einmal die Fußspuren untersuchen müssen. Es geht ja doch relativ linear hierzu. Warten Sie, Watson. Diese Spuren haben uns eine Menge zu erzählen. Sehen Sie, wie ähnlich sie denen daneben sind. Ach, oh nee, genau. Wir haben hier erstmal wieder eine Fußspur, die wir abmessen können. Komm schon. Na, ein Stückchen noch. So. Nö, will er nicht. Vielleicht nehmen wir diese hier. Zweifellos Größe 40. Die Schuhe haben eine eisenbeschlagene Sohle. Oh, dann wollen wir doch mal gucken. Warten Sie, Watson. Diese Spuren haben... Ja, wir wollten eigentlich nur gucken, ob hier auch wieder ein Eisendingens fehlt. Also zumindest nicht an diesem Schuh. Bei diesem Schuh haben wir gar keinen Eisenbeschlag. Hier nur hinten. Oder? Okay. Wir haben noch mehr Spuren. Mehr oder weniger deutlich. Am rechten Schuh fehlt ein Nagel. Ach, Watson, unserem Fall wäre besser gedient gewesen, wenn ich die Intelligenz auch eingesetzt hätte, die Gott mir verliehen hat. Wenn Sie jemals auf die Idee kommen sollten, dieses Abenteuer aufzuschreiben, werden Ihre Leser sehr enttäuscht sein, fürchte ich. Ich hätte diesen Bereich des Lagerhauses mit mehr Sorgfalt untersuchen müssen, weil diese Fußspuren denen bei Stanwyck ähnlich sind. Wir müssen ihnen nur folgen, um herauszufinden, wo sie hinführen. Ach, sei nicht so selbstkritisch, das ist doch schon okay. Den Schlüssel haben wir auch an uns genommen. Ja, gut, wenn jetzt hier nicht noch irgendwelche Opiumkügelchen wieder herumliegen. Ne, ich sehe hier nichts mehr. Bisschen grün. Dann würde ich sagen, sind wir fertig. Ja, sind wir auch. Ob wir vielleicht mit dem Schlüssel reinkommen? Ich sehe keine Möglichkeit, diese... Okay, dann nehmen wir den Schlüssel einfach und folgen den Fußspuren. Wir wissen ja jetzt nur wirklich schon, wo es hingeht. Und gehen dann da mal hinein. So. Hinein da, bums, direkt vom Kopf.
Gut, und auch hier bietet sich wieder eine gute Möglichkeit für einen Cliffhanger an. Da vorne liegt etwas auf dem Boden, das können wir uns gleich direkt beim ersten Mal ansehen. Nicht wahr, Dr. Watson? Ich sage Dankeschön, dass ihr heute wieder dabei seid. Wir sehen uns die Tage mit einer neuen Folge Sherlock Holmes, die Spur der Erwachten. Lasst euch die Zeit bis dahin nicht so lang werden und macht's gut!